So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Warface und dem nächsten Video zu der nächsten Klasse aus dem Spiel, nämlich der Sniper-Klasse. Es gibt ja 4 Stück, ich habe schon die anderen Klassen gezeigt auf meinem Kanal. Jetzt kommen wir natürlich zur Sniper-Klasse und zu der Klasse, die ich persönlich am wenigsten spiele, weil ich einfach nicht gut im Snipern bin. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mal eine gute Runde mit Sniper hinbekomme oder so, dann werde ich die natürlich auch auf meinem Kanal zeigen. Ja, die Sniper-Klasse. Klasse, ne? Die hat jetzt nicht besondere krasse Fähigkeiten, so wie die anderen Klassen, sondern die Sniper-Klasse ist in dem wichtig oder in dem Bereich wichtig, weil sie eben auf Distanz viele Leute ausschalten kann. Zum Beispiel, wenn ihr Geschütze habt, die im Spiel erscheinen, dann kann der Sniper die sehr gut ausschalten. Wenn die anderen Leute diese Geschütze ablenken und die dann in eine andere Richtung zielen, dann kann man seitlich den Geschütz, also den Typen treffen, der am Geschütz steht, und deswegen sind Sniper sehr wichtig. Und ich kann euch jetzt schon mal eins sagen, im Multiplayer ist das Snipern Weltklasse. Also ihr werdet, wenn ihr Sniper Leute seid oder wenn ihr Leute seid, die gerne snipern, werdet ihr das Snipern in dem Spiel lieben, weil es einfach nur Weltklasse umgesetzt ist. Ja, kommen wir zu den Waffen aus der Sniper-Klasse. Ihr seht schon, ich habe hier einmal die Dragunov, natürlich eine sehr bekannte Sniper. Aber es gibt noch andere Sniper in der Klasse und die werde ich euch mal sagen, also welche man alle freischalten kann. Die SVK, dann die TWM, die R16 SBR Custom, die AT7 SNR, die ZX84 SNR, die CCR SPR, dann die AY550, die Garotta, die M217, die Q88, die MK14 EWR, sehr bekannte Waffe, die Macmillan CS5, die M951S, die R98B, die gab es auch schon in Battlefield, die Mosin Nagant, ist auch eine sehr bekannte Waffe, dann die BT50, die Everest, die R107, die Otto OT3000 und die BNP SNR1. Es gibt dann auch noch Waffen, die man sich natürlich leihen kann. Ihr seht jetzt hier, ich habe hier verschiedene Waffen natürlich schon freigeschaltet. Zum Beispiel die Barrette gibt es auch, die ist richtig, richtig gut. Also einfach Hammer, der Sniper. Und es gibt hier dann noch ein paar andere, die ich freigeschalten habe. Und die, die man noch freischalten kann, habe ich euch ja gerade gesagt. Und ja, beim Sniper gibt es natürlich auch wieder Rüstung und so weiter, was man anziehen kann. Das ist vollkommen klar. Verbesserungen, Körperskins, genauso wie bei den anderen. Hier zum Beispiel habt ihr einen Skin, den könnt ihr bei PlayStation Plus runterladen. Waffenskins, verhält es sich dort ähnlich wie sonst auch. Ansonsten hat er natürlich Messer, Pistole und Granaten dabei. Also da ist nicht wirklich viel anders wie bei den anderen Klassen. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Shop. Da könnt ihr dann sehen, was dort beim Sniper alles noch gibt. Zum Beispiel jetzt hier die Anubis Alpine gibt es hier. Die sieht dann so aus, wenn man die auswählt. Die sieht wirklich sehr cool aus. Dann natürlich, wenn man auf Waffen geht, habt ihr hier noch andere im Anubis-Skin, die ihr euch holen könnt. Und hier dann zum Beispiel die Waffen. Die anderen hier muss ich natürlich noch freischalten. Einer der stärksten Sniper im Spiel ist die Lynx, glaube ich heißt die. Ja, Lynx, die hier, die ist wirklich unfassbar stark. Und sie macht auch eigentlich immer One-Hit. Dann habt ihr noch Pistolen natürlich. Das verhält sich genauso wie bei den anderen Klassen. Und natürlich auch Messer und so weiter, aber dort kann man das gleiche holen wie auch sonst bei den anderen Klassen, also hier ist nicht wirklich viel anders. Es gibt natürlich noch Körperskins, die kann ich euch auch zeigen. Hier zum Beispiel habt ihr dann die verschiedenen Körperskins noch für den Sniper und die könnt ihr euch dann auch bei gegebener Zeit holen. Skins kosten natürlich echt Geld, aber das ist kosmetisch, da finde ich es nicht schlimm. So, jetzt gehen wir mal wieder auf den Übungsplatz, wie ich schon immer bei den anderen Videos auch gemacht habe, um euch dann ganz kurz zu zeigen, wie der Sniper so funktioniert. Ich persönlich finde den wirklich sehr gut. Das Snipern steuert sich einfach sehr, sehr geil im Spiel. Es ist auch sehr direkt, das Snipern. Also ihr seht schon, wenn man hier so steuert, das ist wirklich unfassbar direkt. Ja, also man kann hier, ihr habt es gesehen, man kann auch Collateral machen, wenn ich jetzt hier schieße. Ne, das geht durch, also ihr könnt es auch im Spiel schaffen. Könnt da Collateral Schaden machen. Ich weiß nicht, ob es durch 3 durchgeht. Ich kann da mal schauen. Ja, es kann sein. Ah, es geht schon los. Okay, kann ich gar nicht mehr schauen. Aber wie gesagt, der Sniper ist wirklich sehr gut. Natürlich für die Leute, die auf Sniper stehen, kann ich euch wirklich nur empfehlen, den auch zu spielen natürlich. Es macht riesen Spaß zu snipern im Spiel, auch wenn ich es nicht oft mache. Aber man merkt wirklich an der Steuerung vom Sniper, es ist unglaublich gut umgesetzt.
Es erinnert an Call of Duty Modern Warfare, also an das allererste Modern Warfare vom Snipern her. Man kann hier wirklich sehr gut quickscopen und die Sniper machen ziemlich gut Schaden. Wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel die Lynx als Sniper habt, da macht ihr One-Hits, also da könnt ihr alles wegballern. Ich habe gegen einen in dem Spiel gespielt, der hat 84 zu 43 gemacht oder so. Also mit der Lynx-Sniper, die richtig gut ist. Ihr seht jetzt hier ist zum Beispiel auch noch ein Sniper, der hat die goldene Sniper dabei. Ne? Wenn ihr euch das Paket holt im PlayStation Store, habt ihr natürlich die goldene Sniper. Hier, die leuchtet auch ziemlich cool, das Visier, ne? Das leuchtet ziemlich cool. Und ja, ihr könnt natürlich auch die Sniper anpassen, könnt zum Beispiel einen Schalldämpfer drauf machen. Oder ein Zweibein zum Beispiel ist sehr gut, wenn man dann sich hinlegt. Oder auch ein anderes Visier, ne? Wie ihr es hier seht. Also das Visier ist dann ein bisschen anders. Das hat hier ein 4,5. Mittelbereich-Zielfernrohr, Standard-Zielfernrohr. Also zum Beispiel jetzt hier für die Map ist das gar nicht schlecht. Und das Zweibein ist natürlich gut, denn wenn ihr euch hinlegt, dann habt ihr mit dem Zweibein natürlich mehr Präzision. Ich werde es jetzt aber mal wegtun, weil das hier eher eine actionreiche Map ist. Und ja, wie gesagt, Sniper ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Klasse. Ich persönlich bin halt einfach nicht so gut im Snipern. Man kann ja auch nicht wirklich alles können, das ist ja klar. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Klasse cool und ich werde natürlich versuchen, mit der Zeit dann mich an die Klasse zu gewöhnen und dann eventuell mit der Klasse öfter zu spielen. Wie gesagt, ihr könnt wirklich ziemlich schnell zielen und dann Headshots verteilen. Also das ist wirklich sehr gut. Ihr seht's, man muss wirklich nicht lange anvisieren, um dann hier irgendwie Schüsse oder halt generell zu schießen. Ist nicht wirklich schwer. Man kann natürlich auch hier einfach aus der Hüfte ballern, aber ihr seht, es ist nicht ganz so präzise, wie wenn man zielt. Natürlich, das ist vollkommen klar. Hier zum Beispiel, ne, wenn man jetzt da im Körper trifft, ist auch nicht sofort tot. Ich weiß jetzt nicht. Ja. Hallo? Will der nicht sterben? Doch, der will sterben. Also es ist nicht so, wie sagt man? Hey, jetzt wollte ich den gerade abschießen, ne? Zack. Was? Der hat sich bewegt? Das gibt's doch nicht, ja, endlich Headshot. Wie gesagt, ich bin nicht so gut, also wundert euch nicht, ich bin einfach nicht so gut im Snipern. Wie gesagt, das ist halt einfach so. Das ist auch einfach nicht so mein Spielstil, ne? Ich brauche mehr die Action, ich brauche viele Gegner vor mir und viel, ja, einfach viel Action und deswegen bin ich mehr so der Sturmsoldat, Ingenieur, sowas, das spiele ich lieber, weil da ist man halt mehr im vorderen Bereich als jetzt halt hinten und wartet, bis die Gegner kommen oder bis man halt jemanden abschießt, auch wenn der Sniper natürlich sehr befriedigend ist, dadurch, dass man halt einen perfekten Schuss macht und dann die Gegner sofort killt damit. Ist klar, kann ich verstehen, aber wie gesagt, nicht jeder kann das mögen oder kann daran Spaß haben. Mir macht schon Spaß, ab und zu mit Sniper zu spielen, aber eben nicht so viel wie mit anderen Klassen. Ihr seht, es kommt darauf an, wo man trifft mit der Sniper, ne? Dann macht man One-Hit, bei manchmal macht man keinen One-Hit. Also es kommt immer auf den Körpertreffer an. Wenn man, glaube ich, im Brustbereich schießt, dann macht man One-Hit. Wenn man sonst trifft, glaube ich nicht. Also das kann ich nicht genau sagen, das habe ich jetzt auch noch nicht so raus. Aber ja, es sieht schon so aus, dass man, wenn man eben im Brustbereich trifft, dass man dann One-Hit macht. Oder zumindest im Bereich, wo das Herz ist oder halt ja im Brustbereich, macht man, denke ich mal, schon One-Hit. So, den habe ich gut getroffen. Wie gesagt, es muss noch ein bisschen schneller werden. Ich kenne Kumpels von mir, die sind, was das Snipern angeht, natürlich viel schneller als ich jetzt. Aber hey, Übung macht den Meister, sagt man immer. Und man kann natürlich auch so aus der Hüfte schießen, das ist klar. So, jetzt hier unten ist meistens immer ein Raketentypi. Der steht hier, glaube ich. Ja, der war da. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt tot ist. Zack, Headshot. Der ist hier tot. Der andere steht hier, glaube ich, noch. Der lädt gerade nach. Oh mein Gott, war das schlecht. Der lebt immer noch. Okay, jetzt ist er tot. Er hat sich halt auch genau in dem Moment bewegt, wo ich gezielt habe. Aber ja, Sniper ist schon cool. Vor allem die anderen Sniper sind halt mächtig, wenn man dann zum Beispiel die Lynx hat. Mit der macht man halt einfach mal One-Hit, ne? Also mit der ballert man einfach alles One-Hit weg. Und das ist dann schon sehr geil. Hey, wieso habe ich dann nicht Kopf getroffen? Check ich nicht. Oh, da ist auch noch jemand. Okay, der ist tot. Also, Brustbereich kommt immer drauf an, ne? Gerade habe ich im Brustbereich getroffen, hat nichts gebracht. Ah, oh, das wäre zu schön gewesen, ne? Der schielt so raus. Okay, ich habe ihn. Der schielt so raus und ich treffe ihn noch. Da hinten sind meistens auch Gegner. Da unten ist noch einer. Okay, der war gut. Also, ihr könnt wirklich sehr, sehr schnell zielen und sehr schnell aimen in dem Spiel.
Das geht wirklich unglaublich schnell. Klar, wenn die so laufen, hat die Kugel auch ein bisschen, ja, die zieht ein bisschen nach. Also ihr könnt jetzt nicht dem Ziel folgen, während er läuft und es trifft dann noch. Das dauert dann schon ein bisschen, bis die Kugel ankommt. Klar, das ist normal. Aber ja, es geht wirklich sehr schnell. Also man kann ziemlich schnell treffen. Hier zum Beispiel, ne? Also es geht schon gut. Ich habe jetzt auch wirklich, glaube ich, in dem Spiel noch nicht oft Sniper gespielt. Also ist, glaube ich, meine zweite Runde mit Sniper überhaupt. Deswegen seht es ein bisschen nach, wenn ich nicht so gut bin. Ich habe großen, großen Respekt vor Leuten, die einfach gut snipern können. Das ist einfach so. Ich finde das wirklich krass, wenn die Leute da hier Headshot nach Headshot machen. Das finde ich wirklich unfassbar gut und habe, wie gesagt, großen Respekt davor, weil ich einfach nicht so gut bin. Man versucht sein Bestes immer, aber ja, wie ich schon gesagt habe, man kann nicht in allem super gut sein. Das ist einfach so, das ist einfach nur menschlich, ne? Und ja, jetzt sind wir auch schon hier fast am Ende der Mission. Und wie gesagt, ihr habt nicht wirklich eine Spezialfähigkeit. Ich habe jetzt hier noch eine Granate dabei, die ich werfen kann. Aber ansonsten kann man hier jetzt nicht wirklich viel machen mit dem Sniper. Wie gesagt, er ist halt der, der im Hintergrund agiert, der weit hinten steht und dann die Leute sniped. Ich finde, es ist wirklich unfassbar wichtig, einen Sniper dabei zu haben, weil der einfach auf Distanz so viele Gegner wegholt und so gut unterstützen kann, dass es wirklich, ja, überlebenswichtig ist, finde ich. Das war natürlich nicht gut geaimt, aber ja, es könnte noch ein bisschen besser werden, ne? Mit schneller Zielen und so. Die Dragunov ist natürlich jetzt keine Sniper, die unfassbar viel Schaden macht, aber ja, man kann damit schon anfangen. Wie gesagt, wenn ihr euch das Paket holt im Store, dann könnt ihr mit der Sniper, die es dort gibt, auf jeden Fall ordentlich mehr Schaden verteilen, weil die einfach viel stärker ist. Und die geht auf jeden Fall viel mehr ab. Da hinten ist noch einer. Das war kein Headshot. Oh, okay, dafür war das einer. Also, die Sniper, die man dort im Paket bekommt, ist wirklich sehr, sehr gut. Wieso treffe ich den nicht? Hä? War der nicht hinterm Stein? Oder wurde der schon getötet? Ne, da ist er doch. Der hat sich hingelegt. Also, er hält schon viel aus manchmal. Ich glaube, manche Gegner haben auch einen Brustpanzer oder so, dass sie einfach mehr aushalten. Aber ja, wir sind jetzt am Ende der Mission, besser gesagt. Hier seht ihr die Sniper, die er in der Hand hat. Das ist die Sniper, die ihr im Sniper-Paket bekommt. Also wenn ihr euch das Paket holt, habt ihr diese Sniper. Ich weiß, der rennt jetzt hier rum und bewegt sich voll viel. Ich kann sie euch nicht wirklich zeigen, aber ja, hier seht ihr es, wie die aussieht. Ja, jetzt habt ihr sie eigentlich ganz gut gesehen. Also das ist wirklich eine ziemlich coole Sniper und ihr seht auch die Tarnung, die er hier hat, wenn ich hier den Stick bewege. Ne, die sieht auch sehr cool aus. Also man hat dann einen komplett neuen Anzug dabei und ein paar Credits, die man sich freischalten kann. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, ich komme dann damit auch wieder zum Ende vom Video von der Sniper-Klasse. Ich habe euch jetzt alle Sniper-Klassen vorgestellt. Ich werde natürlich noch andere Videos zum Spiel machen und auch eventuell von einigen Klassen nochmal Videos und dann natürlich zu jeder Map eventuell nochmal ein Video und Multiplayer werde ich natürlich auch noch viel zeigen. Also ihr könnt noch mehr von mir erwarten. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Könnt mir auch auf allen möglichen Social-Netzwerken folgen. Die Links sind auf meinem Kanal. Also meine Hauptkanalseite. Und natürlich ein Abo dalassen, wenn ihr es wollt. Wenn ihr Bock drauf habt, mehr von mir zu sehen, würde ich mich auch darüber freuen. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und ich sage bis bald, euer Monster.